mein Gott. Guten Morgen, Leute. Das war eine schöne Begrüßung, oder? Es ist fucking 7 Uhr morgens. Bin noch nicht so ganz aufnahmefähig, aber ich habe gerade schon angefangen, mich zu schminken. Bin auch fast fertig, nur noch der Eyeliner fehlt und ich muss noch meine Haare machen. Warum ich so früh wach bin, fragen sich jetzt bestimmt einige von euch, weil ich bin niemals freiwillig so früh wach und es ist auch nicht ganz freiwillig. Ich habe heute, oh mein Gott, Mann. Ich habe heute den ersten Obi-Dreh dieses Jahr und ich freue mich. Es ist echt krass, wir haben seit 3 Monaten nicht mehr gedreht. Der letzte Drehtag war irgendwann im Dezember und jetzt ist Mitte März. Und dementsprechend haben wir auch eine sehr, sehr lange Pause bei Mach mal mit Obi. Das ist der YouTube-Kanal, den ich zusammen mit Moritz, also mit Hey Moritz mache, für Obi. Also es ist ein super cooler DIY-Kanal, wo wir richtig viele Sachen basteln und extrem crazy Shit bauen. Also es ist wirklich, das klingt jetzt so, als würden wir da Postkarten basteln, aber wir machen da wirklich richtig geiles Zeug. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, dann schaut euch das unbedingt mal an. Und heute geht es wieder los. Und deswegen bin ich auch so früh wach, weil ich muss jetzt gleich nach Köln fahren. Ich brauche ja immer so ein bisschen über eine Stunde nach Köln. Vor allen Dingen um die Uhrzeit, wenn immer so viele Leute im Berufsverkehr sind. Ich mache jetzt noch meinen Eyeliner, mache mir die Haare und dann geht es ab. Und ich will am liebsten wieder schlafen gehen. Aber das geht nicht. Augen auf im Straßenverkehr. Kommt zu unserer ersten Obi-Folge. Ich bin gerade hier angekommen. Oha. Und womit fängt Moritz an? Es kann nur ein toller Tag werden. Es kann nur ein toller Tag werden. Leute, ich liebe dieses Video jetzt schon. Wir haben gerade angefangen und Moritz ist einfach schon am Leiden. Das ist toll. Was ist dieses Video eigentlich? Ich finde es super. Keine Ahnung, es ist mir total egal. Alles für dich? Folge 0. Alles für mich. Ich glaube, ich jetzt allergisch gegen Reinigungsbenzin bin. Reinigungsbenzin ist auch gut für die Haut, oder? Ist kein Problem. Kommt ganz auf die Haut. Das ist diese neue Art von Pediküre, weißt du? Diese Reinigungsbenzin-Pediküre. Auch gerade zu den aktuellen Spritpreisen wirklich besonders gut. Alles klar. Oh mein Gott, Leute. Leute, wir bauen hier einfach gerade den krassesten Roboter ever. Und kleine Behind-the-Scenes-Aufnahme hier. Wir versuchen gerade Moritz' Arme einzugipsen, um einen Roboter zu bauen. Wir sind aber wieder bei Mach mal Obi, Leute. Ganz normaler Tag. Ihr müsst wissen, Moritz und ich haben ein sehr schadenfreudiges Verhältnis. Und es ist wirklich gerade so einer der schönsten Tage meines Lebens. Es tut mir wirklich leid, Leute, ne? Aber das gesamte Video wird jetzt leider daraus bestehen, dass ich Moritz filme, wie er leidet. Das ist so schwer. Kannst du kurz im Kreis? Wo muss ich dich kriegen? Weiter oben rechts. Oben. Ja, ja. Wo? Da? Ah, bitte mach schnell. Nee, sorry, ich hab heute keine Zeit. Nein, komm, okay, wo? Hier? Nein, nein, rechts. Ah, ja. Leute, Moritz hat leider wieder seine normalen Arme zurück. Ich habe keinen coolen Anblick mehr. Aber wenn ihr cooler sehen wollt, Anblick. Aber wenn ihr sehen wollt, hey, das war voll schön, das war richtig Wellness für mich. Das war richtig Wellness. Okay. Sind meine Laucharme endlich wieder frei? Das hast Der Lauch du kann gesagt. Wieder atmen. Das hast du jetzt gesagt. Aber wenn ihr sehen wollt, was wir mit seinen Gipsarmen gemacht haben oder nicht gemacht haben, dann könnt ihr jetzt in der neuen Obi-Folge vorbeischauen. Die ist nämlich richtig cool geworden und ihr müsst das unbedingt sehen. Klickt jetzt also, rein. Also klickt Freunde. Jetzt rein. Der Link ist unten in der Infobox. Diese Teile, Leute, habt ihr die auch? Oder kennt ihr die? Die sind einfach gruselig. Hello, Leute! Es ist ein neuer Tag und wir sind gerade in Mainz. At Matthias Hometown. Naja, eigentlich nicht Hometown. Nicht meine Hometown. Auch nicht seine Hometown. Was sagt man denn dazu? Ja, du wohnst hier, weil du hier studierst. Habe ich das eigentlich jemals gesagt? Ja, schon, oder? Das weiß man doch mittlerweile, dass du aus Mainz kommst, oder? Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es für mich einfach nur so selbstverständlich, dass ich denke, dass es für euch dann auch selbstverständlich ist. Aber eigentlich ist es das gar nicht. Ich bin auf jeden Fall gerade in Mainz, weil Matthias wohnt hier, weil Matthias hier studiert. Oh! Da ist ein Schild. Das ist ein Sing-Schild. Sing, die Schau des Lebens. Oder da, irgendwo steht mein Name. Vierter von rechts. Vierter von rechts. Wow, wie du so weißt. Sing ist der Animationsfilm, bei dem ich eine Rolle gesprochen habe. Und im Moment sind überall Plakate. Und ich sehe das immer wieder. Und da steht immer mein Name. Und das ist voll crazy. Jedenfalls sind wir gerade auf dem Weg nach Wiesbaden. Auch wenn man das eigentlich nicht darf als Mainzer. Habe ich gehört. So eine Sache. Wiesbaden ist die böse Seite. Aber wir haben gehört, dass Wiesbaden eine schöne Innenstadt hat. Und du warst noch nie da, oder? Ich weiß nicht, ob ich mit der Schule da irgendwann mal war. Man mit macht der das Schule? Normalerweise, ja. Oder Schule mit der Uni? Schule. Du weißt auf jeden Fall nicht, wie es in der Wiesbadener Innenstadt aussieht. Darauf wollte ich hinaus. Und uns wird gesagt, dass es schön ist. Und wir haben Hunger und haben noch nichts gefrühstückt. Und das wollen wir da machen. Und ich will auch shoppen gehen. Weil ich vorhin schon einen kleinen Fauxpas, nee, kein Fauxpas hatte, einen kleinen Zusammenbruch. Ich war auf jeden Fall sehr unzufrieden mit meinem Outfit. Ich habe mich irgendwie eklig gefühlt, dann bin ich nochmal duschen gegangen, obwohl wir eigentlich schon so richtig ready waren zu gehen. Dann hast du keine Socken mehr gehabt, ja, ist dir aufgefallen? Ja, ich hatte auch keine Socken mehr. Ich habe meine Socken gestern schon getragen und den halben Tag davor. Nee, sogar die letzten, musste ich die letzten 2 Tage tragen, weil ich vergessen habe, Socken mitzunehmen. Und ich konnte die heute nicht nochmal anziehen, weil die so eklig waren schon. Also es hat sich auf jeden Fall richtig eklig angefühlt, weil ich sie die letzten... Ich kann doch keine Socken 3 Tage lang tragen. Und deswegen habe ich jetzt zum Glück die einzigen
kurzen Socken von Matthias angezogen. Und jetzt habe ich andere Klamotten an als vorhin. Aber ich bin trotzdem unzufrieden und deswegen will ich Klamotten shoppen gehen. Das ist mein Problem des Tages. Das ist ein schlimmes Problem, ey. Das ist ein grausames Problem. Es ist halt wirklich ein grausames Problem. Kann man mir niemandem erzählen. Ich schwöre, das kennt jeder, der gerade zuguckt. Zumindest 80%, oder? Ja, ich schaue auch zu. Und ich kenne das Problem extrem. Du kennst es nicht. Ich verstehe das nicht, dass du das nicht kennst. Guck mal, Matthias hat ein graues Haar. Das kann man sogar heute richtig präsent sehen. Sieht man es da? There it is. Du bist alt. Habe ich seit längerem schon, aber ich habe es nicht weggemacht. Du solltest es auch niemals wegmachen. Vibe. Die 21-Jährigen heutzutage mit ihrem grauen Haar. Er wird einfach 22 in 2 Wochen. In weniger als 2 Wochen. In 12 Tagen. Okay, Entschuldigung. Wie so ein Kind. Das ist in 12 Tagen. Das ist gleich. Ich bin quasi 18, auch wenn ich gerade erst 16 geworden bin, aber ich bin quasi 17 und damit quasi 18 und volljährig. Ja, genau so. Ja, und Matthias ist 21, aber quasi 22, aber quasi damit auch schon 23. Und das geht dann schon auf die 30 zu. Und das geht halt auf die 30 zu, ja. Also ich würde auch langsam sagen, das graue Haar würde ich mir doch rausrupfen, weil sonst erkennt man, dass du fast 30 bist. So die Haare färben eher. Das ja, mehr, wir kaufen gleich bei DM direkt eine Tönung. Oder wir machen blonde Strähnchen, dann fällt das graue Haar nicht mehr so auf. We arrived! Echt voll süß hier, also bis jetzt zumindest. Wir sind so richtig am randomsten Außenpart der Innenstadt. Sind wir? Aber es ist jetzt schon süß. Ist es nicht der Innenstadtpart jetzt? Ich glaube nicht. Also wird es noch hübscher? Ich hoffe. Du hoffst? Also für mich als Dortmund-Innenstadt-Kennerin ist das hier schon richtig Premium. War nicht so schwierig, würde ich mal behaupten. Kannst du aufhören, Dortmund zu mobben? Nur ich darf Dortmund mobben, okay? Boah, Dortmund ist wunderschön. Naja, eigentlich ist Dortmund ziemlich hässlich. Nur die Leute, die daherkommen, sind toll. Ja, das ist sowieso. Ganz extrem, aber... Klingt ironisch. Nee, ist echt ernst gemeint. Gut. Völlig ernst gemeint. Ey, klingt immer noch ironisch. Ist aber ernst gemeint. Gut. Musst du vertrauen. Ja, ja. Der Stadtkindergarten schaut sich heute auch Wiesbaden an. Hallo, wo ist was zu essen? Oder das Depot, aber da gibt's auch nichts zu essen. Da drüben, wie gesagt, da hinten waren, glaube ich, auch okay. Okay, Leute, ich bin irgendwie geschockt von dieser Stadt. Wie Mini-Paris. Okay, man erkennt es gerade wieder nicht. Ich filme immer an den Scheißstellen. Ich habe irgendwie kein Talent dafür, die richtigen Stellen rauszusuchen, wo man dann filmt. Ja, also ich muss sagen, leider mag ich Wiesbaden. Sorry. 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 We are back in the Wohnung. Und ich würde sagen, wir haben eine halbwegs gute Ausbeute. Nicht so doll, wie ich es mir gewünscht habe. Aber wir haben auf jeden Fall ein paar Sachen gefunden und ich würde die euch jetzt mal zeigen, wenn das in Ordnung für euch wäre. Aber ich kann euch auch nicht fragen, deswegen mache ich jetzt einfach einen Haul. Und zwar sind die meisten Sachen, die hier stehen, tatsächlich... Obwohl, sind sie alle von Matthias? Matthias hat mehr Klamotten als ich, aber ich habe auch einige Sachen gekauft. Und... Wir haben einmal diese Kerze hier geholt, die ist für diese Wohnung hier. Und zwar haben wir die bei TK Maxx gekauft. Ich war letzte Woche, habe ich mich mit Kim getroffen, also mit Caramella, falls ihr sie kennt, ist eine YouTuberin. Und wir waren zusammen im TK Maxx und ich war das erste Mal in meinem Leben in einem TK Maxx tatsächlich. Und seitdem finde ich es irgendwie cool, beziehungsweise ich habe gesehen, dass es da geile Sachen gibt. Und auch Home-Artikel und deswegen haben wir da mal geschaut nach einer Kerze und haben auch eine gefunden. Das ist diese hier, die sieht mega schön aus. Ich wollte euch die gerade so hinhalten, damit ihr riechen könnt. Wow. Ich finde, die riecht mega nice. Die ist in der Geruchsrichtung Sage and Sandalwood. Riecht so ein bisschen nach gut gepflegter Herrentoilette, würde ich das beschreiben. Keine Ahnung, ob das jetzt für euch gut riecht. Vielleicht auch nicht gut gepflegte Herrentoilette, sondern Herrenbad. Es riecht jetzt nicht nach Klostein oder so. Es riecht nach gepflegtem Mann. So. Die hat 16,99 € bei TK Maxx gekostet. Keine Ahnung, wie viel diese Kerzen normalerweise kosten. Aber ich glaube, da gibt es eigentlich ja immer alles günstiger. Deswegen wird es wohl weniger sein als der Originalpreis. Dann waren wir noch bei Butlers. Und da habe ich so richtig schöne Vasen gekauft. Beziehungsweise, nein, keine Vasen, sondern Blumentöpfe. Einmal dieser hier. Den finde ich richtig cool. Der hat 12,99 € gekostet. Die gibt es auf jeden Fall bei Butlers zu kaufen. Und da gibt es richtig schöne Blumentöpfe. Und ich wollte am liebsten alle mitnehmen, aber ich habe mich für 2 entschieden. Der zweite, den ich geholt habe, ist dieser hier. Und den finde ich auch mega, mega cool. Der hat ebenfalls 12,99 € gekostet. Und ich kann auch mal gucken, ob ich die online finde. Dann packe ich sie euch unten in die Infobox. Und außerdem bei Butlers. Bisschen random, aber... eine Gusseisenpfanne gekauft, so ein Mini-Ding. Wir haben letztens darüber geredet, dass das mega cool wäre, weil man darin Kaiserschmarrn, also man kann darin eigentlich alles machen, aber... Kaiserschmarrn sieht besonders cool darin aus. Genau, Kaiserschmarrn sieht besonders cool darin aus und alles sieht eigentlich cool darin aus. Und die hat 16,99 € gekostet. Ich habe mir ein Teil gekauft und zwar bei Zara eine Weste. Und die sieht angezogen so aus. Ich habe
keine Weste und eigentlich habe ich auch nie den Sinn in Westen gesehen, weil ich immer dachte, ja, eigentlich wird einem doch am ehesten an den Armen kalt. Aber sie ist stylisch. Finde sie cool. Und Matthias hat sich eine Weste gekauft und dann hatte ich auch Lust auf eine Weste. Das hier ist die Artikelnummer von der Weste, falls ihr die nachshoppen wollt. Ich habe die in Größe S genommen, die ist ein bisschen größer. Und jetzt müssen wir euch noch zeigen, was Matthias gekauft hat. Ich habe noch nie ein Fashion Haul gemacht. Tja, now it's the time. Very pretty, great black West. Einmal drehen. Wunderschön. Das ist die Artikelnummer. So. Die Artikelnummer. Das braucht man. Ich wollte nicht zeigen, welche Größe du hast. Ja, weil dann kannst du online bei Zara immer alles finden, wenn man die Artikelnummer eingibt. Das ist so dann cool. Mega. Das allerbeste Teil, wozu ich ihn ein bisschen überreden musste. Die allercoolste Jacke. Oh, mega. Das ist auf jeden Fall die coolste Jacke, die du jemals hattest. Ja. Ich hab's gesagt. Sollen wir erst das Problem zeigen oder erst zeigen, wie sie ist? Nein, wir zeigen erst, wie cool sie ist. Danach zeigen wir das Problem. Das ist auf jeden Fall die Jacke. Das ist so eine Jeansjacke in so einem Grün. Und ich finde, die steht dir sehr, sehr gut. Das ist eine sehr schöne Farbe für dich. Und am besten sieht sie aus, wenn sie so hochgekrempelt ist. Das hat auch einen Grund, warum sie am besten so aussieht. Also so ist sie richtig cool. Das Ding ist halt, Matthias hat sehr, 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 sehr lange Arme irgendwie. Unverhältnismäßig lang. Und das ist schon die größte Größe, die es gab. Ja. As you can see, ist sie ein bisschen zu kurz an den Ärmeln. Aber ganz ehrlich, ich finde das bei dieser Jacke, also bei so einer Form von Jacke, gar nicht so schlimm. Weil wenn du jetzt, also du läufst ja nicht so durch die Gegend. Genau, wenn du so machst, dann sieht es halt eigentlich auch voll normal aus. Ich finde, das fällt nicht auf. Und du solltest sie sowieso eher so hochgekrempelt tragen, weil sie dann noch cooler aussieht. War das satisfying oder was? Also ich hoffe zumindest. Ich habe gestern diese Teile hier gekauft. Obviously Salz- und Pfefferstreuer, nee, Mühle. Die waren runtergesetzt bei WMF. Ich habe mich richtig erwachsen gefühlt. Also falls ihr auch noch coole Salz- und Pfeffermühlen haben wollt, dann schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Die haben eigentlich 70 Euro gekostet und haben jetzt nur noch 35 Euro gekostet. Also sind immer noch relativ teuer, aber sehen auch richtig nice aus, finde ich. Good morning, Leute. Es ist ein neuer Tag und ich bin gerade dabei, meine Nagelhaut nach hinten zu schieben, weil ich jetzt auf dem Weg zum Nagelstudio bin. Und Leute, das ist der allerbeste Tipp auf diesem Planeten. Wenn ihr in ein relativ günstiges Nagelstudio geht, dann werden die zu 90%, also bei mir machen sie es wirklich nie, die Nagelhaut nach hinten schieben. Und ich schwöre euch, wenn ihr eure Nagelhaut kurz vorm Termin nach hinten schiebt, wenn die das nicht machen, ihr müsst eine Woche länger nicht dahin. Das bringt so krass viel. Die machen das meistens nicht, damit du früher wiederkommst, weil es dann schneller wieder rauswächst. Oder weil sie es halt einfach nicht machen. Und deswegen mache ich das seit einer Zeit vorher immer. Und ich habe wirklich gemerkt, dass meine Nägel dann länger halbwegs fresh aussehen. Also jetzt gerade sind sie schon sehr, sehr krass weit rausgewachsen, wie man vielleicht sehen kann. Aber ich habe, wie gesagt, die Nagelhaut auch gerade nach hinten geschoben. Also jetzt sieht es noch ein bisschen schlimmer aus. So sehen sie jetzt aus. Und ich gehe jetzt ins Nagelstudio. Leute, also erstmal, meine Nägel sind fertig, aber die zeige ich euch gleich richtig. Ich stehe gerade an Janas Schule und soll sie hier abholen. Und ich habe ihr geschrieben. Und ich stehe hier die ganze Zeit und warte. Und die Dame hat ihr Handy aus und alle Busse und alle Leute fahren langsam an mir vorbei und es werden immer weniger da hinten und ich glaube, sie sieht mich nicht, aber ich will da jetzt auch nicht hinlaufen wie so eine Weirde. Vor allen Dingen war das auch meine alte Schule und nee. Und der erste Bus, in den sie einsteigen kann, ist gerade an mir vorbeigefahren und wehe, die sitzt da jetzt drin. Dann gibt's richtig Stress, Jana, ich schwör's dir. Ich warte hier seit 20 Minuten und ich hätte auch nach Hause fahren können. Bro, mach dein Handy an. I'm back in the crib und ich wollte euch jetzt mal eben meine Nägel zeigen. Die sehen ja eigentlich genauso aus wie vorher, nur jetzt halt nicht mehr in rausgewachsen. Und sie sind nicht mehr so schön abgerundet wie vorher. Also letztes Mal, der Typ, der das gemacht hat, hat das so ein bisschen runder gemacht, dieses French hier. Und das ist jetzt einfach so. Aber ich glaube, das wird mir in 2 Tagen eh nicht mehr auffallen, deswegen ist es egal. Aber die Frau, das war eine neue, die da war. Ich habe die vorher noch nie gesehen. Und die war sowas von im Speed-Mode. Das war richtig krass. Die hat einfach, ich glaube, innerhalb von 40 Minuten oder so, nicht mal, meine kompletten Nägel neu gemacht. Und normalerweise sitze ich da immer so 1,5 Stunden oder so, weil die das so sorgfältig und ordentlich machen. Und die war so richtig, wo ich die ganze Zeit schon dachte, oh mein Gott, das wird nachher so schlimm aussehen. Aber tut's überhaupt nicht. Das French ist zwar jetzt ein bisschen anders, als das letzte Mal war, aber die war richtig gut. Die war übelst schnell. Ich war noch nie in 40 Minuten aus diesem Nagelstudio raus. Mega geil.